Hallo? Hallo Leute, Genau. hier ist Cody. Wer ist noch da? Hallo? Da ist Stefan. Hallo? Ah, hallo Stefan. Hallo. Das ist der Langeweile-Podcast. Genau. Ja, worüber wollen wir reden, Stefan? Ein Thema, was zum Beispiel Coley angesprochen hat, dann worüber wir reden könnten. TV-Sendungen, und ich denke jetzt im Speziellen an, ah, ja, genau, an Reality. Oh, Reality TV. Shows. Weil ich nicht genug davon kriege. Nein, weil ich sie unglaublich dämlich kriegen. Vor allem diejenigen, die so tun, als wären sie echt, aber nur komplett gescriptet sind und die Schauspieler total lahm. Das sind alle, Das ist irgendwie auch nicht das Lustige alle, daran. Ich würde nicht sagen alle. Manche Leute sind wirklich so dämlich. Fast alle. Die meisten. Mitten im Leben. Verklag mich da. Was zum Beispiel mein Schwester jetzt, also schaut da zu meiner Schwester. Sie ist jetzt übrigens, sie wird jetzt 14 irgendwann jetzt dann. Und alles Gute. Das ist erst im März oder so. Du sagst die Kürze, da denke ich irgendwann so jetzt, eine dann Woche. Hab ich gesagt, in 4 Monaten, aber egal. Was ganz Interessantes, was ich jetzt reinwerfen muss. Alles Gute meiner Schwester, die hat heute Geburtstag. Oh, wirklich? Wirklich, ja. Sie wird 18. Cool. Wir waren frühstücken und haben Sektfrühstück gehabt. Das war sehr schön. Okay. War ganz cool. Okay. Und? Ja. Okay, cool. Sie wird 18. Alles Gute. Alles Gute. Okay, Ja, alles Gute. Okay. Ich hoffe, sie hört das nicht an. Ich glaube, sie ist irgendwo Party machen oder so. Ja, das ist mir versucht. Nein, ich hoffe, sie hört den Podcast nie an. Hoffe ich auch. Oh mein Gott. Ich hoffe sowieso niemand, den ich kenne, hört den Podcast an. Ja. Ich meine, wenn's. Jedenfalls. Okay. Ja. Was sie immer schaut, ist das Ex-Diaries. Oh. Sagt nein. Das was? Ja. Es war irgendwie anfangs, ich kann mich noch erinnern, anfangs war es irgendwie so, ich habe es ein bisschen gesehen. Es ist. Okay, zuerst mal erklären, was es ist. Es ist, genau. Urlaub, meistens auf irgendeiner Partyinsel. Ja. Und da gibt es halt Probleme und keine Ahnung. Es ist irgendwie so gewesen, anfangs war es irgendwie so, da waren es noch irgendwie die Jungen und so, und es ist auch wirklich um, ja, teilweise um Sex gegangen und so. Es war unterhaltsam. Aber jetzt ist es irgendwie so, es sind nur noch alte Leute und es sind Probleme, ja, von alten Leuten und. Genau. Zum Beispiel der eine Typ ist ein FKKler oder so, und das ist sein alter, oh Gott, Sack. Kennst du ihn? Das ist ein alter, dicker Typ mit so richtig, genau, so lange Haare und so, genau, nicht braun, sondern so rot. Oh Gott. Weißt du, was ich meine? Wenn du in der Sonne bist und du wirst nicht braun, sondern du wirst so rot. Das ist bei meinem Vater auch so. Mein Vater wird nicht braun, der wird rot. Und das ist voll komisch. Ja, aber dein Vater ist nicht so übergewichtig, sondern der Typ ist wirklich so übergewichtig, der hat 50 Kilo zu viel oder so. Eine rote Bowlingkugel. Ach Gott, das ist so schlimm. Und der will sich bei jeder Gelegenheit ausziehen oder irgend sowas. Oh Gott, das ist so komisch. Stell dir vor, du hast eine Freundin, okay? Ich male dir jetzt ein Bild. Okay, danke. Ich hasse dich jetzt schon für das Bild. du hast eine Freundin. Das ist schon kein schlechtes Bild, oder? Ja, aber die Freundin ist wahrscheinlich. Na, ja, ist egal, mach weiter. Du hast sie lieb, sie ist ein schönes Mädchen. Okay. Sie ist nicht übergewichtig oder so, sondern ganz normal. Ja. Schöner Körper. Mhm. Sie geht mit dir halt auf Urlaub. Mhm. Und ihr wolltet einen Campingurlaub machen. Und du bist halt mit ihr, ihrem Bruder und ihren Eltern im Auto, und ihr fährt halt so auf diesen Campingplatz, und dann siehst du schon so FKK draußen, ja, stehen. Und dann fährst du rein und du denkst so, ja, okay, dann ist halt eine Hälfte FKK und die andere ist normal. Aber ihr fährt direkt in den FKK-Bereich. Oh und Gott. Sobald ihr aussteigt, das Erste, das alle ihre Familienmitglieder inklusive sie macht,
ist sich ausziehen. Wie würdest du reagieren? Und du denkst, Ich ich würde. habe gedacht, es ist ein ganz normaler Urlaub. Und dann sie so, nein, nein, es Ja, ist FKK-Urlaub, das machen wir ich schon immer würde. so. Ja, ich würde. Das. Oh Gott! Ich würde jetzt mal sagen, also ich würde mich jetzt mal umdrehen, weil ich sehe, das wäre mir kein Problem, aber die andere Familie, das ist nicht so. Die Eltern und der, keine Ahnung, Bruder oder was immer. Ja. Ist halt ein Bruder hast du Bruder. gesagt, gell? Ja, Bruder, genau. Ja. Das wäre irgendwie ein Das, Problem. der Bruder ist 10, du bist Okay. an dem Zeitpunkt 18, deine Freundin ist 17. Okay. Okay, als erstes, ich würde sagen, dass ich das Das habe mit. ich nicht, das habe ich nicht bestellt, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ja, dass ich das erstens mal nicht so erwartet habe und dass mir das sehr unangenehm ist und dass ich das eher nicht machen will. Also, dass ich das, ich meine, sie können das von mir aus ruhig machen, aber ich mache da nicht mit. Und was ich dann noch machen würde, später in der Nacht ein ganz bestimmtes Bild, ja, naja, du weißt schon, was ich meine. Dann gehst du FKK im Schlafzimmer. Genau. Das ist nicht so schlecht. Aber es muss ja, aber das ist dann ein schrecklicher Urlaub für dich, weil wo er auch hingeht, in Restaurants, alle sind nackt. Außer ich bin Außer voll Außenseiter. du, Freundin nackt. Du Das ist das Gegenteil von der normalen Welt. Ich meine, ich bin immer noch der da Außenseiter, bist du mal komplett der aber du Außenseiter. bist der, nein, aber du bist der Außenseiter, wenn du nicht nackt bist. Ich meine, ich bin immer der Ja. Außenseiter, wenn ich nackt bin. Gott sei Dank habe ich dich Was noch rede nicht ich gerade? nackt irgendwo gesehen, oh Gott. Was rede ich gerade? Als ob ich dauernd nackt. Ja, Ich rennt bin gerade nackt eben nackt. Ich bin gerade jetzt nackt. durchs Haus Oh und Gott, so. ich muss das noch animieren und ich habe gerade gesagt, dass ich gerade jetzt nackt bin. Ich muss es einfügen. Du einfach ein Handtuch rundherum wickeln, so. Oder kein Bild verfügbar. Naja, man sieht mein Dings nicht. Also mein und mein Gesicht sieht man sowieso nicht. Also, würdest du nicht irgendwie heimfahren wollen oder so, sondern. Eigentlich schon, ja. Ah, du liebst doch deine Ich stelle mir gerade Freundin. vor, Die ja, wollt heiraten. Du wolltest dir in diesem wow, Urlaub eigentlich einen Heiratsantrag machen. mit 17 oder 18 ist es kalt. Wow. Dann sagen wir Ich stelle mir gerade vor, die 19, Situation ist, 18. dass wir in, keine Ahnung, so 300 Kilometer oder so weg sind von irgendwo. Verstehst? Ja, irgendwo auf einem Ja. Camp. Aber es ist, wie ich besorgt gesagt habe, es ist die eine Hälfte des Camps ist FKK. Es ist wie so eine Linie durch. Auf der einen Seite ist FKK, auf der anderen ist normal. Okay. Willst du nicht irgendwie probieren, irgendwie auf die andere Seite zu gehen? Auf die dunkle Seite. Ich schleich mich so ganz langsam weg. Also, ich geh mal Eis kaufen. tschüss. Dann bin ich weg. Geh mal Zigaretten kaufen und deine Freundin. Aber Stefan, du rauchst doch gar nicht. Ich glaube, ich sollte anfangen. Gott. Darf man irgendwie immer Ausrede? Meine Freundin hat so eine Stimme. Oh Gott, ich will mir Deine schießen. Freundin hat genauso eine Stimme. Hallo, Okay, ich bin deine zukünftige oh Gott, Freundin. stell dir das beim Sex vor, heiliger Scheiß. Oh Gott. Ich will jetzt mit älter werden. Ich glaube, wir sollten damit jetzt aufhören, lieber. Sie hat eine ganz hohe Quietschestimme, aber sie stöhnt tief wie ein Walross. Heilige, what the fuck? Ah, na, komm. Wo waren wir eigentlich?